Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen chilligen, entspannenden Folge The Infected. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du siehst, müssen wir trinken. Das haben wir Gott sei Dank hier. Wir haben ja unsere schöne Flasche. So, hier können wir noch weitermachen. Wir müssen weiter einschmelzen, einschmelzen, einschmelzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rein da. Weiter schmelzen vielleicht. Wäre es ratsam, später eine zweite Schmiede zu bauen. Wenn wir eine schöne, schöne Stelle für die haben. Ich denke, wir werden das nach da oben verfrachten. Das hier können wir wieder abreißen, denn ihr habt euch eindeutig für eine Treppe entschieden. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir eine Treppe hier hochkriegen. Dafür brauchen wir, glaube ich, einen Vierer. Ne? Da ist ja auch die Frage, nehmen wir, nehmen wir eine Flasche? Nein, platzierbares Konstruktion, Treppen. Wir haben ja die Treppen hier, die kennen wir ja. Die hier. Oder aber wir haben noch diese Holztreppen hier, die da drauf passen. So. Um die Ecke. Könnte man auch machen. Dann bräuchten wir so ein Dreierfeld, glaube ich. Müssen wir schauen, wie wir das machen. So, das erste, was wir jetzt machen, wir haben was getrunken. Wir müssen jetzt nochmal was essen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Das ist noch nicht fertig. Nehmen wir mal direkt was Wasser zum Gießen mit. Nämlich irgendwie letzte Folge zum Schluss auf der Strecke geblieben. Siehst du, kein Wasser mehr drin. So, wenigstens einmal gießen. Zack, zack, hier, da, genau. So, und dann möchte ich jetzt gleich mit dir als allererstes wieder ins nächste Dorf. Wir brauchen noch eine Technologie, wenn wir Glück haben, sogar zwei. Das würde mich sehr freuen. So. Müssen wir nur den hier leer machen. Dafür müssen wir noch eine neue Kiste bauen. Die hier ist ja auch voll bis oben hin. Ja, 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 alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. So, ihr seid fertig, danke. 1, 2, 3, 4. Holz haben wir kaum noch. Truhe, wir brauchen eine Truhe. Da war's. So, Lager. Ja. Stell ich den hin? Stell ihn mal einfach hier hin. So, rein da. 1, 2, 3, 4. Schön. Wo ist unser... Der Karren? Da steht er. Da steht der Karren, da steht der Karren. Ah, so gut hier mit der Axt, so gut. Sehr schön. Ja. Ansonsten steht heute an, schmelzen, schmelzen, noch mehr schmelzen. Damit wir... So. Damit wir Eisen bekommen, um halt... Dankeschön. Zum einen mal hier die elektrische zu machen, Säge. Und zum anderen dann auch einen zweiten Extraktor. Damit wir dann die Sachen wie Kupfer, Aluminium und so weiter gleichzeitig extrahieren können. Und nicht immer von A nach B stellen müssen. So, der braucht auch 5 Eisenbarren, ne? Echt übel. Echt übel. So, hier kann das rein. So, jetzt gucken wir mal drüben. Aus dem ATV. Rausnehmen können. Erste Hilfe könnten wir eigentlich mitnehmen. Sehr schön. Den auch noch? Ne. Den können wir hier drin lassen. Den können wir eventuell gebrauchen. So, den Rest schmeiße ich hier rein. Hier ist ja noch nichts sortiert. Deswegen ist das vollkommen egal. Damit, da sind 2, obwohl die können auch da rein. Das kann auf Seite, da haben wir noch 3 kleine. Tu die auch mal da rein. Dann ist alles weg. Haben wir 4 Barren. Das Ding ist leer. Gleich müsste es wieder voll sein. Gleich ist gut. Okay, wie sieht es hier aus? Treibstoff. Oh, 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 oh. So, wir sind hier oben. Wollen jetzt hier. Du musst einfach nur auf die Straße rechts rum, ist ja direkt da. Sollte easy sein.
Gucken wir mal, was die Kollegas da von uns wollen. Wir haben jetzt unseren schönen Stahlspeer. Den haben wir ja letzte Folge gemacht, ne? Gott sei Dank. Wir haben schon Januar, das heißt Dezember ist schon vorbei. Klamotten haben wir. Bin mal gespannt. Wie viel mehr Schaden der Speer macht und vor allem, wie viel länger der hält. Oh, Fleisch war da. Hast du gesehen? Da liegt wieder ein Rabe. Und da einfach der Wolf rum. Danke, danke, danke. Nehmen wir mal alles mit. Hier können wir echt alles leer machen. Jawohl. Du Springer hier. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, wie einen durch die Map glitschen. Meine Güte, ey. Was hast du mitgebracht? Aluminium, da sage ich nicht nein. Dankeschön. So, was haben wir hier? Davon ein. Jetzt haben sie gar keinen Verband mehr. Nice. Nice, hier kannst du direkt nachtanken. Schnauze Wolf. Das schmeiße ich mal raus. Davon haben wir selber genug. Oh ja, du siehst, es nervt, ne? Da kommen wir auch direkt zu den ersten beiden Kommentaren. Die kommen beide vom Faith Havoc, der schreibt: Mit anderen Worten, ich habe das Spannendste verpasst. Die Hektik des Umbaus, der Überfall, echt schade, dass du das nicht gezeigt hast, trotz Fahrerei und allem. Naja, vielleicht geht es ja spannend weiter. Bitte liebe Treppe, dann kannst du wenigstens sicher sein, dass dein NPC da hochkommt. So, und ich kann dir sagen, Faith, so spannend war es gar nicht. Also, es war das, was du gerade gesehen hast, ja. Nur halt statt mit einem oder zweien mit 10. Ich habe dauerhaft auf dem Boden gelegen und die haben mich zu Brei gekloppt. Das war alles. Jo, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das Kabel ist mir gerade egal. Suchen, das Ei können wir essen. Wir können hier direkt alles essen. Mal schön was. Wieder unsere Punkte aufbauen. So, da muss ich sagen, da müssen wir noch, oder da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Nehmen das Vergammelte jetzt auch mal mit, weil da können wir wunderbar Knochen. Auch mehr als genug brauchen wir nicht. Weg damit. Danke. Gib her. Stein. Ja, nee, ist klar. Ein Stein. Jetzt mal. Schiene brauche ich jetzt auch nicht. So, da muss noch dran gearbeitet werden, würde ich sagen. Weil das ist ein bisschen blöd, wenn die dich umboxen, du liegst auf dem Boden und das war's. Und jetzt? Ja, dumm gelaufen. Boxen sie dich zu Tode. Nicht, dass da so eine Kacke drin liegt. Kein Mensch. Knochensplitter brauchen wir auch nicht mehr. Kann weg. Glas kann mit, wegen mir. Was ist hier? Die nehme ich auch mit. Gammelfleisch drin, sehr gut. Daraus können wir Biotreibstoff machen später. So. Und ansonsten, lieber Faith, beim Hin- und Herfahren hast du auch nichts verpasst. Ich habe halt die Sachen eingeräumt und von A nach B gefahren. Da war jetzt nichts Spannendes. Es ist nicht irgendwie was passiert, Hektik oder so, ja. Hab halt die Klamotten noch gebaut, die zwei hier, und das war's. Mitgenommen, ne? Jetzt habe ich die so mitgenommen. Jo. Schön. Aber echt klein hier. Hier ist ja gar nichts. So, jetzt habe ich sogar Glück und hier in dem Dorf ist keine Technologie. Dann, ja, fresse ich einen Besen. Und so scheint es auch zu sein. Oder ich habe irgendwo nicht richtig geguckt. Interessant. Gibt es auch Dörfer mit gar keiner Technologie? Oder kommt da noch was da hinten? Oder dahinter? Ist hier noch was? Nein. Hier ist gar nichts. Ein Frosch ist hier. So, nochmal gucken. Liegt die hier irgendwo rum?
gibt's doch nicht. Jetzt will ich nur eine Technologie holen, direkt bei uns hier. Nix. Gar nix. Sie liegt immer hier rum. Es ist nicht so, dass die, nö, wieder in der Kiste wäre, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, hier nur. Ah, toll. Super. In die Richtung ist auch noch eins, aber das ist natürlich weit, ne? Das ist sehr weit, aber das ist auch sehr abgelegen. Das hier... Eieieiei. Sollen wir das machen? Ja, du bist schon wieder da, ne? Das ist mir klar. Das ist ja keine Technologie, aber... Der Fuzzi ist schon wieder da. Doch, da liegt sie doch. Textseite. Wie fies! Wie fies! Stromtechnologie. Dann hätten wir einen Verteilerkasten. Du brauchst ja mehrere, ne? Es bringt ja nichts. Ich brauche Strom und dann brauche ich noch Solar oder so, ne? Gibt's das auch oder ist das dabei? Da ist der Stall. Dann könnten wir einen Stall bauen, aber der ist natürlich groß und teuer. Hier Gewächshaus haben wir. Benzin. Extrahiere haben wir. Mühle ist Schleifrad und Steinmühle. Das Schleifrad geht, glaube ich, so. Pass auf, wir machen das jetzt so hier. Da kommt die Mühlentechnologie rein. Jawohl. Dann machen wir hier jetzt den hin. Hier ist nämlich definitiv nur eine Sache. So. Gelootet. Jawohl. Markierung hinzufügen. Sehr gut. Wir fahren nach Hause, räumen weg, was geht, und dann fahren wir zum nächsten. Einfach, um noch eine Technologie zu holen. Nämlich die gute, gute Stromtechnologie, dass wir mal anfangen können mit Strom und so. Aber ich denke, das sollte gehen. Minus 10 Grad, das passt auch. Wir müssen nur zusehen, dass wir unseren Kleiderständer da fertig kriegen, damit ich... Juhu! Da, wenn es jetzt wieder wärmer wird, die Sachen aufhängen kann. So, rein da. Kohle überall. Das da rein. Der soll hier hin. Passt natürlich nicht da rein. Haben wir ja klar. Voll! Schon wieder voll bis oben hin. Gib mir die mal, tu das da rein. Auf Seite. Kann die gerade hier warten. Ist ein Erz, kann da hin. Auch nicht mehr viel. Oh, wo können wir jetzt den Rest reinräumen? Haben wir hier noch was Platz? Wahrscheinlich nicht. Nicht für so etwas. Ah, da waren schon Dosen drin. Okay, doch, haben wir alles reingekriegt. Perfekt. Dann ist es doch gut. Trinken. Jawohl. Alles nehmen, Anstein. 77 von 50, okay. Das ist vielleicht ein bisschen... Was ist das? So, der André schreibt, hallo lieber Ed und alle Edenauten, war eine tolle Folge, herzlichen Dank. Immer gerne. Und dann können wir direkt gucken, was wir für den Schleifer brauchen. So, wenn wir das alles haben, dann gehen wir die beiden Dörfer da abklappern. Wenn wir die haben, dann können wir, dann fangen wir an, die Treppe zu bauen, dass wir da hochkommen. Weil wir müssen ja mal ein bisschen weiterkommen, ne? Das will ich hochschieben, jawohl. Sehr gut. Ist hier noch was drin? Nein. Wir müssen aber noch was Wasser abkochen, weil ohne Öl ich nicht losfahren. So, die Proteine sehen sehr gut aus. Kohlenhydrate und was ist das hier unten? Vitamine sind nicht so toll. Da müssen wir gucken, dafür brauchen wir Mais, ne? Wassermelonen und Mais sind der heiße Scheiß dafür. Hugewammer. So, saures Wasser. Her damit. Dankeschön.
Speer, okay. Was kostet jetzt die Schleifmaschine? Platzierbares. Da. 6 Eisenbarren, 6 Mechanikteile, 12 kleiner Steine und Co. Die kannst du mal hier reinstellen. So rum oder so rum? Ich glaube so rum. Stellen wir sie so rum hier hin. So, kann man da schon irgendwas reintun? Mechanikteile. Hammermechanikteile. 10 Stück. Nein, da. Waren es jetzt 5 und 6? So, 6, bitteschön. Wieder zurück. Was musste da noch rein? 10 kleine Steine, 12 Bretter. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 Eisenbarren. 5 haben wir schon. Na denne. Machen wir das doch noch gerade. Bevor wir losdüsen. Weil, dann können wir unseren Stahlspeer einmal anspitzen. Wieder. Dann siehst du, wie das funktioniert. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Mamika schreibt, Sauna ist Gewächshaus und Pool nimm einen See. Das geht auch gut ohne... Gute, das geht auch. Gute Folge wieder, aber toll wieder hergerichtet. Okay. So, Gewächshaus als Sauna kann ich noch verstehen, aber ein See als Pool, dann müssten wir ja wieder umziehen. Nö. Einfach nö. Das mache ich nicht. Jetzt reicht es doch. Da, 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 da. Hallo? Sind Sie bald fertig? Acht von zwölf. Hinten. Noch nicht. Zehn. Zwölf damit. Okay. Angriff ist auch keiner. Ihr meintet auch, das andere Schild könnte für Angriff sein. Müssen wir mal schauen. Es gab ja zwei Schilder. Ne? Bergbänke, waren die hier oder waren die bei Konstruktion? Sonstiges. Wegweiser. Nicht zu verwechseln mit dem Landbesitzmast. Seile und was weiß ich. Hm. So, das haben wir. Repair 5, 5. Jetzt sind die dran. Ihr könnt auch da rein. Da brauchen wir auch noch 5, ey. Also du merkst, wir brauchen viel Eisen, ne? Viel Eisen. So, ich muss gerade mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, konnten wir hier das Fischöl herstellen oder... Eins, zwei, drei oder muss das am Chemietisch? Nein? Ja. Sehr gut. So. So kann man dann auch Biotreibstoff herstellen. Der bringt auch noch was. Den müssten wir... Können wir den auch da reinpacken? Ich weiß gerade nicht. Können wir den hier reinpacken? Geht. Also kann man auch da reinpacken. Muss nicht unbedingt eine Ölkanne sein. Wo sind die verdammten Frösche? Hm. Okay. So. Was fehlt noch? Ein Eisenbahn. Dann ist das Ding fertig. Den haben wir jetzt gleich. Dann schreibt der Volker noch, Glück auf Edo und Edenauten, wieder das reinste Vergnügen mit dir, echt eine super Folge, danke für deine Mühe und Zeit. Immer gerne, lieber Volker, immer gerne. So, wie sieht's aus, bist du jetzt fertig hier? Biotreibstoff könnte auch mal weg, haben wir den schon hier drin? Jo, dann haben wir schon drei, okay. Dankeschön. Rein da, rein da. Und jetzt können wir einfach hier hingehen. Ich glaube, der braucht... Ah, der muss Öl haben. Der kann keinen Biotreibstoff haben, ne? Lass mal gucken. Testen wir jetzt. So. Doch, geht auch. Hä, geht auch? Einteilen. Wenn ich den jetzt hier rein tue. Tatsache, geht. Okay, einer reicht erstmal, weil der braucht echt nichts hier. Jetzt Rechtsklick hier und unten rechts sieht man... Boop, boop. Speer wieder ganz. So easy geht das.
Noch besser, wenn da auch Biotreibstoff reinpasst. Gut, haben wir den Speer wieder hergerichtet. Das heißt, wir fahren los. Geh weg, Frosch. Keine Zeit für sowas. Wir haben, was haben wir? 2 Uhr mittags. Boah, das wird eine Rundreise. Hierhin looten. Hier runterfahren, looten. Und dann können wir hier rüber wieder nach Hause fahren. Wobei das Blödsinn ist. Es ist weit. Es ist sehr weit. Fahren wir mal los. Mal gucken, was wir alles finden. Froschblatt gefahren. Miep, miep. Eieieiei. Sind wir im ersten Dorf. Ich bin gespannt, was wir hier so finden werden. Zack, zack. Da hinten ist schon der erste Wambi. Eieieiei, die können wir mal direkt essen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Sturm. Denn doch haben wir ein Problem. Verbände können wir mitnehmen, ist dasselbe, da ist nichts drin. Wir tun auch nur so grob jetzt looten, ja. Es geht wirklich zu 99,9% um die Technologien. Feuer, das können wir mitnehmen, da haben wir einen Eisenbarren gespart. Noch ein, da ist Eisenerz, Glas kannst du easy selber machen. Was ist denn los hier? Alles voll mit Elends. Schön. Essen. Alles voll mit mechanischen Teilen. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Das ist ein großes, wie man sieht. Hier ist ja schon alles voll. Kommst du rein? Kannst du rausgucken? Nee, dann. Benzin können wir gleich nachtanken. Da ist schon die erste Technologie. Da nehmen wir dann jetzt endlich mal Strom. Dankeschön. Interessiert mich nicht. Nein. Nein. Oh, nix, nix. Hallo. Komm rein. Knüppelkalle. 2 Stück. Weggehen hier. Das ist der Große, wie der da einen umboxt, ne? Oder auch nicht. Okay, was habt ihr dabei? 3 Stück weg. Aber man sieht, wie viel länger der Stahlspeer hält, ne? Er sieht zwar auch ulkig aus, genauso wie die anderen, aber besser als nix. Was heißt besser als nix? Es ist das Beste, was wir kriegen hier. So rum. So. Noch was zu essen hier. Nein, nein. Oh, nice. Sehr gut. Nehme ich auch. Rohe Kartoffeln für Vitamine, immer gut. Ne. Ne. Ja. Kochter Speck. Auch. Nein, nein, obwohl das ist Kohle. Ist in Ordnung. Können wir zum Befeuern nehmen. Passt wunderbar. Mal 2. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine zweite Technologie finden. So, an dem haben wir noch nicht geguckt. Nope. Jetzt könnten wir hier rein in das Haus. Hier waren wir auch noch nicht drin. Halt. Eisenbrocken. Plastik. Samen, aber da haben wir noch welche. Plastik.
Dankeschön, Dankeschön. Nope, nope, nope. Ach, schon krass, ne? Wie schnell wir hier durchfliegen, ey. Aber, wie gesagt, wir sind nur auf der Suche nach den Technologien. Der Rest ist erstmal zweitrangig. So, das haben wir. Ich will hier durch. Hier ist noch ein Haus. Essen. Essen. Nix. Kartoffelpaste braucht man nicht. Toll. Wieder einer. Nice. Das ist gut. Die können wir immer gut gebrauchen. Eier essen, rohe Kartoffeln essen. Nein. Danke. Ah, schon, oh, schon einen zweiten Haufen hier, okay. Tada! Noch eine Textseite. Was nehmen wir denn jetzt hier? Den Herd, Lampe, Webstuhl, Solarbatterie, Solarmodul, siehst du? Wir müssen das hier machen. Boah, diesen einzelnen. Okay, das ist ja fies. Was haben wir denn hier noch? Gewächshaus haben wir, Benzin haben wir noch nicht. Mischer für Beton haben wir auch noch nicht. So, die Ölpumpe haben wir noch nicht. Wasserhaus haben wir noch nicht. Aber das braucht halt alles Strom. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal das Solarmodul hier. Und mit der nächsten, die wir finden, nehmen wir dann die Solarbatterie. Weil bringt dir alles nichts, wenn du nichts speichern kannst. Und dann da stehst. Schluck auf. Ist hier noch mehr? Nein, gerade egal. Hier ist noch Ei. Nee, nee. Nee. Dankeschön. Okay, was haben wir? 5 Uhr. Lassen wir uns ein bisschen beeilen. Nicht, dass wir jetzt auch noch angegriffen werden. Das wäre natürlich, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber wir haben Tag 16. Sagt der Treibstofftank, da ist noch jede Menge Platz. Sagt er. Dann tun wir die Sachen da rein. Die ganzen kleinen. Ach, ich habe keine Zeit für dich. Hau ab. So, die haben wir. Das sind nur Autos. Da gibt es keine Technologien drin, die brauchen wir nicht. Also, weiter geht's zum zweiten Dorf. Zimmer. Ui. Das scheint echt groß zu sein. Gucken wir erstmal hier. Gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Wir haben schon 5:45. Aber ich muss sagen, es gibt echt schöne Ecken hier auf der Map. So groß. Ach, guck mal, was da steht. Guck mal, was da steht. 15 Mechanikteile, 20 Eisenbarren, 20 Stahlbarren, 25 Plastik. Wir können ja schon mal das, was wir haben hier, da reinstopfen, oder? Wie wär's? Dankeschön, Dankeschön. So, rein da. Das ist der Truck. Auf den können wir hinten noch Kisten und so weiter packen. So, haben wir schon mal 5 Mechanikteile und 2 Plastik da drin. Wow. Bitte essen Sie jetzt. Du kannst da hoch. Jetzt echt nur noch Essen und die Technologien hier. Der Rest ist mir egal. Öl geht vielleicht auch noch, aber ansonsten nein, danke. Krass. Gucken.
Ist halt immer blöd, ne? Du bist halt immer an dieselben Punkte gebunden wegen dem Öl und so weiter. Den Extraktoren. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Schneesturm. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt werden wir sowas von erfrieren. Verdammt. Nimm mit. Wir haben 4 kleine, ein großes. Okay. Scheiße, was machen wir, ey? Warum muss denn jetzt ein Schneesturm kommen, ey? Blödes Spiel, ey. Blödes Spiel. Mal gucken, ob wir den austricksen können. Weil du siehst das. Schneesturm, trotz Winterklamotten verlieren wir Leben da unten, ne? 88. 87. Du siehst es. Das heißt, geht das hier draußen noch schneller? 86. Das ist schon die erste. Wollten wir die Solarbatterie nehmen. Jawohl. So. Gucken, ob wir hier noch was finden. Gucken, ob wir den austricksen können. Indem wir einfach immer einen Erste-Hilfe-Kit benutzen. Das geht. Dann macht er, bupp, dein Leben wieder voll. Und du kannst, fängt wieder an, von vorne runter zu ticken. Das wollte ich sagen. Da müssen wir halt nur auf die Wambis aufpassen, weil die boxen uns natürlich trotzdem. Denen ist das egal, ne? Die sitzen auch in der Kälte hier. In der Gegend rum und warten nur drauf, die eins zu klatschen. Ja doch. Der Vogel. Ah, wie blöd, ey. Wie blöd. So, das haben wir. Naja, minus 34 Grad. Der soll sich mal nicht so anstellen. Hier ist ja alles voll. Hallo. Hier weg. Aber wie viel Leben haben die Typen? Nur nervig, ne? Die sind einfach nur nervig, ey. Echt. Ja, komm her. Du sollst mich nicht boxen. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Da muss einer hin. Da muss einer hin. Hier muss einer hin. Jetzt können wir hier einen großen benutzen. Leben wieder voll. Das meinte ich. Und jetzt kannst du wieder runter ticken. Wir haben ja noch 2 große und 4 kleine. Das wird passen. So, wenn ich mich recht dran erinnere, ist hier auch unser Kollege, den wir mitnehmen können. Nix. Kloschüssel. Wie geht? Was war da drin? Eisenbrocken. Nice. Ja, ich weiß, dir ist kalt. Ess eine Melone, dann geht's wieder. So, was ist da? Noch einer. Die können nicht übereinander, oder was? Nein, dann können wir direkt noch einen hier eintanken. Das ist mir zu viel. Warum können die denn nicht übereinander gestapelt werden? Das ist ja eine Banane. So, und hier in so einer Halle wollte ich früher auch mal eine Base bauen, weil man dann unzerstörbare Wände gehabt hätte, ja. Hätte auch geklappt, aber leider zählt das Dach hier nicht als Dach. Du hast immer das Problem, dass es hier reinschneit, reinregnet und was weiß ich. Und dann musst du trotzdem noch ein Dach bauen. Deswegen habe ich das dann sein lassen. Bisschen blöd. Noch einer, noch einer. Elektro gerne. Nee. Okay, Bett ist leer, das heißt, hier ist er nicht. Dafür steht der Truck hier rum. Fahren wir wieder ein bisschen vor. Sicher noch ein paar Deppen kommen. A1, perfekt. Noch eine Technologie, super. So, dann nehmen wir direkt noch Strom haben wir genommen, Wasserhaus. Können wir das Wasserhaus noch nehmen? Nehmen wir das Wasserhaus. So, weil dann haben wir auch dauerhaft... Oh, er ist vorbei. Siehst du mal. Sehr gut. Voll dekadent, nehmen wir noch einen großen. Dann haben wir nämlich auch dauerhaft unsere Pflanzkübel bewässert.
wenn wir das Ding bauen. Danke. So, hier ist nix. Okay. Junge, immer noch am Freezen. Was soll das? Das hier, da waren wir schon dran. Nochmal ein Stück vor. So, sonst noch irgendwas hier? Ich sehe jetzt kein Dorf mehr. Kann ich jetzt hier hingehen? Jetzt können wir hier einen Punkt machen. Rechtsklick, rot gelootet, Markierung hinzufügen. Rechtsklick, rot gelootet, plus Truck. Dann wissen wir, dass der Truck hier steht. Gut, haben wir das? Wir haben, was haben wir? 20 vor 9. Es wird ein weiter Weg werden. Aber ich würde sagen, ich fahre dann jetzt mal wieder nach Hause. Also, bis gleich. Home sweet home, da sind wir. Das hat sich doch mal gelohnt, oder? Das war mal eine schöne Tour, die sich echt gelohnt hat. So, wir krabbeln gerade hier rein. Schlafende Runde. Weil Mütze voll Schlaf muss sein. Jetzt kriegen wir noch Falten hier. Das wollen wir nicht, ne? Immer genug schlafen, Wasser trinken. Gesund ernähren, Sport machen. Ja, ja, leichter gesagt als getan. Wir kennen es. Und dann lächeln einen doch wieder die Süßigkeiten und was weiß ich an. So ist das halt. Genau, hier einmal schleifen, was gut ist. Jawohl. Zack. Und dann gucken wir mal hier. Einmal trinken. Sehr gut. Also, halten wir mal fest. Das heißt, hier rechts die beiden haben wir jetzt. Die Technologien haben wir und wir wissen, dass da der Truck ist. Mal gucken, wo unser Mitarbeiter ist. Ich würde auch sagen, die nächsten Technologien, die wir suchen gehen, dann können wir echt eine Rundreise hier unten machen. Dann fangen wir an hier. 1, 2, 3. Da unten ist was am Arsch. Da ist doch gar nichts. 4, 5, 6, irgendwie so. Ja? Müssen wir auch mal gucken. Da ist auch noch eine Höhle. Ja. Es ist halt echt schade. Es ist echt schade. Dass du nur in den Höhlen das Zeug kriegst. Ich meine, ne, so wollen sie dich zwingen, auch zu den Höhlen zu gehen. Aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, wie faul die Leute sind. So viele schöne Bauplätze, wo niemand baut, weil keiner Bock hat, dann 20 Stunden zum nächsten Dingens zu fahren, zur nächsten Höhle. Macht niemand, hä? Wir wissen es alle. So, rein da, rein da. First Aid Kit muss bei mir bleiben. Das ist auch voll. Da ist nichts drin. Du kannst mir auch mal so eingeben. Das Fischöl kann da rein. Bitteschön. So, und du kannst hier rein. Dann können nämlich die da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bitteschön. Da ist auch nicht mehr viel drin. Gerade mal voll machen. Rips. So. Das nehmen. Rein da. Ach, ist das schön. Alles nehmen. Halbieren. Tun wir nochmal zwei hier rein. Dankeschön. Jetzt dahin. Ihr kommt hier rein. Voll ist das Ding. Na gut. So, haben wir das. Das haben wir. Wen haben wir da noch? Darkwalker schreibt, hab gerade noch die letzte Folge gesehen. Ich glaube, die meinten das andere Schild für die Anzeige, wann der nächste Angriff kommt. Treppe! Okay. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Dann machen wir jetzt erstmal das hier weg. Bestätigen. Da oben das. Bestätigen. Weg damit. Weg damit, weg damit. Aha, dann haben wir auch eine schwebende Treppe hier. Dingens hier oder was? Interessant, interessant. Mal gucken. Wie machen wir das? Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Kann ich die Treppe auch einfach so da drauf bauen jetzt? Würde mich mal interessieren. Treppe, die hier, darf ich die jetzt da drauf bauen? Ich will die aber nicht dahin bauen, ich will die... Ja, da würden wir ja gar nicht durchkommen. An der anderen Seite.
So würdest du auch nicht hochkommen. Das ist Unfug. Das heißt, den kannst du auch direkt mal abreißen hier. Bestätigen. Voll, okay. Interessant. Dann bauen wir direkt einen neuen hier hin. Dann müssen wir das jetzt Stück für Stück machen. Dann ist es halt so. So, setzen wir mal hier hin. Kann man was runtersetzen? Kann ich. Dann setz es mal so. Einen. Bretter. Fünf. Fertig. Tada. So, jetzt kommt da die Treppe drauf. Wo ist sie? Treppe, 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 Treppe. War die hier. Genau. So. Dann könnte man hier schon direkt die nächste nehmen. Fundament ist halt die Frage. Wie hoch geht das? So. Dann könnten wir gucken, wie wir die da dran kriegen. So, was brauchen wir dafür? Bretter und Holzscheite. Das heißt, wir müssen wieder wie die Blöden hier bauen. Wir könnten jetzt auch langsam mal gucken, was so eine große Werkbank kostet hier. Kreissäge. Wir brauchen zwei Kobaltbarren. Das ist natürlich doof. Muss ich auch erstmal rausstellen. Die ist verdammt groß. Kriegt später auch noch ihren vernünftigen Platz. So, was brauchen wir dafür? Zwei Kobaltbarren, vier Mechanikteile, vier Elektrikteile, acht Eisenbahnen. Also das wird nicht billig. So, die haben wir. Die haben wir. Kobaltbarren haben wir keine. Das heißt, wir müssten das hinten auch nochmal ändern. Elektrik und Mechanik ist fertig. Okay, ging doch schneller, als ich dachte. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rein da. Bitteschön, bitte brennen Sie jetzt. Hey, wir sind ja faul, ne? Gib mal her, stell wieder rein. Das ist halt, ne? Wir müssen jetzt immer nur Aluminium, Kobalt. Bitteschön, nur Kobalt. Um an. 20 Minuten, bis die Kobaltbahnen fertig sind, ey. Das ist natürlich eine Menge. Das ist eine Menge. Hier brennt, da können die wieder rein. Dann müssen wir erst noch ein bisschen von Hand. Handbetrieb hier. Du Perkel! Einer halt, ne? Ein Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Dein Ernst? Wo? Ach, das sind ja die zwei Deppen, die hier angreifen. Die Pratolinskis. Kannst mich mal. Hau ab. Geh weg hier. Was ist mit dir los hier? Hallo? Dein Schild nicht kaputt? Da ist kein Platz mehr. Wo willst du hin? Alter, ja genau, wie soll ich denn da drankommen? Hallo? Wie fies! Wie fies! Das war jetzt einfach nur so eine Roaming-Patrouille, ne? Die rumgerannt sind, das war jetzt kein Angriff. Aber trotzdem, ich will ja nur Holz hier sammeln, ey. Nix darfst du bei den Viechern. Nein, da fehlen noch zwei. Dankeschön. Dann machen wir erstmal hier voll. Vier Holzscheile. Nur noch. So, und hier hinten. Auch vier. Heißt, können wir noch einen großen Baum mitnehmen. So langsam sieht man aber, wo wir wohnen. Alles gerodet.
So muss das sein. So muss das sein. So muss das sein. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, können wir hier im Schneckentempo Holz machen. Sechs Stück braucht er. Zwei, drei. Hier schon mal rein. Vier, fünf. Sehr schön. Das ist echt nur ein Brett. Dein Ernst? Oh, der hat sogar ein Kobalterz gebracht. Ja, geil. Das nennt man ja Glück. Das nennt man Glück, dass sie genau das mitbringen, was wir brauchen. Können wir mal gucken, ob wir hinten noch eins haben. Ob ich das nicht wieder vergessen habe. Haben wir sogar einen ganzen Kobaltbarren. Ja, perfekt. Perfekt. Das ist natürlich geil. Das ist geil. Ja, nice. Dann kommen sie her. Rein da. Sparen wir uns jede Menge Zeit. Aha. Können wir doch noch zur großen Säge übergehen. Ihr könnt wieder da rein. Ihr nervt nur. Damit können wir unser Quad tanken später. Erste Hilfe können wir auch immer gebrauchen. Dip-di-dip-di-du. Juhu. Ach, wie schön. Du machst weiter. Das geht nämlich viel, viel schneller als das andere. So, wenn ich jetzt hier nochmal eine Treppe dran mache, geht das? Treppe, Treppe. Würde gehen. Die Frage ist, kriege ich hier nochmal, kriege ich hier ein Fundament hin, was so hoch geht? Kriege ich. Ja, nice. Da müssen wir nur gucken. Schalt mal gerade ein, wie weit wir bauen können. Nicht, dass wir da rausgehen. Dass wir da dann irgendwo stehen und dann können wir da nicht mehr bauen. So, nach vorne weg haben wir jede Menge Platz. Ah, oh, da ist noch jede Menge Platz. Das geht weit. Bis da hinten hin. Okay. Das ist ja easy. Das schaffen wir locker. Da haben wir Platz ohne Ende. Da haben wir Platz ohne Ende. Und dann machen wir uns einfach so eine Treppe hier hoch. Junge, warum hast du ständig keine Ausdauer? Wir machen doch nichts hier. Acht Eisenbarren, die werden das Problem, ja. Uhuhuhuhu. Zack, 2, 4 haben wir. Acht, 9, 10. So, alles rein da. Bitteschön, jetzt brauchen wir noch 4 Eisenbahnen. Das heißt, hinten den können wir auch wieder rausholen. Trinken wir gerade mal was. Mit dir können wir hier holen. So. Wir müssen ja auch wieder wachsen hier. Die dürfen wir nicht vergessen. Aber die sehen mir eh aus, als wären sie fertig. Kann ich die ernten? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Rein hier. Und rein hier. Bitteschön. So, jetzt kann ich dich auch wieder mitnehmen. Du kannst wieder Steine sammeln. Tut mir leid. Mal so, extrahiert nur Stein, Strom an, gib her. Warte, ich kann das Rote wieder ausmachen hier, das geht mir tierisch auf den Keks. Ich überhaupt nicht. So. Die können da rein. Wir haben alles hier, die sind jetzt gleich auch fertig. Ja, bitte. Schön. Nochmal 10 Stück. Man kann die komplett alle rausnehmen hier, ja? Ich weiß nicht, warum es nicht auch noch einen Button gibt. Alles rein.
das Auto automatisch abfragt, weißt du, intern im Code steht große Schmiede, da können rein Steine, Barren, Erze und was weiß ich, ja. Und dann drückst du auf den Knopf und indem du auf den Knopf drückst, fragt er dein Inventar ab und alles, was drin ist, schmeißt da rein. Was check okay ist, ja. So. So würde ich das machen. Ob das natürlich umsetzbar ist, keine Ahnung. Ich bin kein Programmierer. Aber so stelle ich mir das halt vor. In meinem kleinen Hirn. Wie sieht's aus? Ja, das dauert noch ein bisschen. Hand. Können wir nochmal von Hand ein bisschen hier reinmachen. Schon mal ihre Bretter bringen. Immer noch. Schäm dich. Sechs Stück drin. Each daneben. Fünf Stück drin. So, ein Brett noch. Sehr schön. Dann haben wir die Bretter auch schon mal wieder da fertig. Kannst rein, seid jetzt fertig. Jo. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Holen wir Stämme. Und dann haben wir schon die zweite Etage fertig. Das sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Normalerweise hauen die Wambis da ja nicht drauf rum. Aber was ist schon normal bei den verrückten Viechern? Da, 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 da. Hm? Na. So, noch eine Treppe. Haben wir noch nicht genug gebaut. Sehr schön, dann wären wir fast oben. Ne? Da müssten wir aber auch nochmal einen hinbauen. Ich weiß nicht. Schwein gehabt. Hätte ich fast gedacht. Knack, Bein gebrochen. Das wäre es gewesen. Das sieht ulkig aus, aber es funktioniert. Ne? Sag ich nicht nein. So, nochmal. So, noch klein hier. Da sind sie alle drin. Jo. Ja, nicht durch. Hm. Noch. Bop. Schmeiß mal weg. Obwohl, abbrechen, das kommt jetzt gleich hier hinten rein. Hier können wir das Feuer mal wieder voll machen mit dem ganzen Zeug. 50, 20, 5, weg damit. Ihr müsstet fertig sein, jawohl. 5 Bretter waren das. Zack. Die ist auch fertig. Die braucht Öl. Nehmen wir die dreimal. Ja, gut. So, die drei können da rein. Ölsauger können wir dann als nächstes auch die Technologie holen, dass wir immer an Öl kommen. Jetzt packe ich die mal hier oben rein. Fertig ist ja noch nix. So. Das Schöne ist nämlich, hier hat man einen riesen Lager dran und der sägt von alleine. Das heißt, wir können uns hier hinstellen, immer reinschmeißen, Neues holen und er macht automatisch immer weiter Bretter daraus, solange das Lager voll ist. Das ist echt gut.
Wir müssen halt leider noch viel alleine machen, weil noch nichts automatisiert ist und wir auch noch nicht unseren Mitarbeiter haben. Aber das wird jetzt Stück für Stück besser. Da habe ich überhaupt keine Zweifel und Bedenken dran. Guck mal, wie viele Bretter schon hier sind. Wie schnell das geht. Leider geht das nicht dauerhaft, nur so lange, bis das Öl leer ist. Und das ist sehr schnell leer. Und wir können auch kein neues machen. Aber solange wir hier Platz haben, machen wir das natürlich. Noch einer da. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Komm. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir schon wieder 2 Uhr nachmittags hier. Dass schon wieder ein Sturm kommt. So, ich glaube, beim Runterlaufen werde ich meine Probleme haben. Einfach, weil ich immer mit Shift sprinte und dann fliegst du runter. So, trappen. Nochmal eine Trappe hier. Yay. So. Bitte noch mehr Bretter. Bitte noch mehr Bretter. Zack, zack. Eins, zwei, drei. So. Wahnsinn, wie schnell du hier jetzt die Holzbretter kriegst. So, ein Holzscheit fehlt nur. Was eine Treppe, du. Können wir das hier oben mal angucken? Ja, so viel Platz ist das jetzt nicht, ne? Aber da kann man was draus machen. Jo. Hier können wir auch noch hin, da könnten wir Ganze etwas erhöht machen. Die Frage ist jetzt natürlich, machen wir das auf der Höhe? Doch, das machen wir auf der Höhe. Pass up. Kann ich da jetzt hier einfach so eine Dingens dran machen? Decke? Nein, kann ich nicht. Da muss zwingend noch ein Fundament hin. Okay. Bein gebrochen. Genau das, was ich nicht wollte. Okay. So, Schiene. Wie machen wir eine Schiene? Ja, ich weiß, Bein gebrochen und so. Nervt nicht. Ne, herstellbares. Wir müssen ja gucken hier. Wo ist die Schiene? Die wird bei Erste Hilfe sein. Zwei Stöcke, fünf Pflanzenfasern. Okay, Pflanzenfasern müssten wir noch hier drin haben. Jede Menge, siehst du mal. Ernten. Und der ist wieder einfach ins Nichts gefallen. Zwei Stück. So, beide Stöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Hier rein. Hopp. Gebrochenes Bein behandelt. Alles paletti. Fundament ist hier. Das gönne ich mir. Noch eins höher. Dankeschön. So. 1, 2, 3. Rein da, noch einen rein. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Frage ist, kriegen wir jetzt das nächste Fundament hier dran? Auf jeden Fall. Will ich jetzt noch so einen hoch machen? Nein, die Frage ist, wenn ich das jetzt hier hinbaue, kann ich hier hinter noch eins dran bauen? Komme ich da hin irgendwie? Das ist die Frage, die ich mich gerade frage.
Müssen wir gucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal hier oben und haben eine wunderbare Aussicht, wie man sieht. Hier oben drauf, das ist jetzt ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe, aber da kriegen wir schon durchaus was hin. Zumindest unser Häuschen. Und vielleicht irgendwie noch ein bisschen einen Garten oder so, das Gewächshaus und hast du nicht gesehen. Aber die Gebäude für unseren Kollegen, die müssen definitiv da unten hin, weil alles kriegen wir nicht hier hoch. Das kannst du vergessen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. In diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.